Leute, Koblu hat uns gerade eine Umfrage gegönnt. Und zwar überlebt die Biberkolonie den Stream. Ihr dürft gerne eure Punkte setzen. Jetzt oder nie, ja. Und währenddessen laufen unsere Biberlines schon so langsam, aber sicher in den heutigen Tag. Wir haben 15 Tage Dürre. Das ist schon gut, ne? 15 Tage Dürre halten wir durch. Das sehe ich uns ganz weit vorne. Okay, wir müssen Wasser aus dem großen Tank ablassen. Sollten wir mal wieder auf eine halbe Geschichte runterpacken. Ah ja, hier ist 0,5 eingestellt. Das macht nichts. Dann kann das hier auch mal ein bisschen nachlaufen. Ja, es kommt langsam, aber es kommt stetig. Das ist gut. Ja. Drückt das Wasser einmal durch. Da hinten muss auch noch aufgefüllt werden. Also so oder so ähnlich können wir das schon mal machen. So. Laufen die schon auf Robos? Nee, ne? Haben wir Robos? Nee, haben wir auch nicht. Ja. Unglücklich. Golem hat keine Energie mehr. Ah ja, da hinten. Ah, da fehlen immer noch ein paar Baustellentrümmer. Naja, aber wir haben ja unsere Sprengleistung maximiert. Das ist schon gut dann. Ist schon gut so. So. Schaut es hier drinnen aus? Gut soweit. Hier hinten sollten Biber sein. Ja, hier sind Biber. Und die haben auch Altmetall ohne Ende. Ich glaube tatsächlich, unsere größte Problematik aktuell, oder generell, nicht nur aktuell, sondern generell, ist unsere Tragekapazität. Ist zu wenig, ist zu gering. Das ist ein Problem. Wir brauchen mehr tragende Biber. Wo waren das jetzt noch gleich hier? So, gehen wir mal ein paar Biber an die Luft. Generell für hier, aber wir haben ja hier auch sehr, sehr viel, was zu tragen ist. Deswegen bauen wir hier mal so ein Kompetenzzentrum Tragbiber auf. Haben wir überhaupt noch genug Planken? Ja, Planken sind auch schon ein bisschen mager. Haben auch welche abgeschaltet gehabt. Ist vielleicht nicht so clever gewesen. Okay. So. Freunde, Botenwolf, wunderhübschen guten Abend, hi. So. Immer schön entspannt losbiebern. Ja, das ist der Plan. Biber an die Arbeit. Können wir hier eigentlich auch wieder anschalten, wenn wir noch mehr Biber jetzt brauchen. Sind die schon leer? Oh ja, die sind schon leer. Geil. Guter Einwand, ja. So, da können wir jetzt dann große hinbauen. Das machen wir auch. Und danach machen wir die ringsrum alle leer und können die dann auch noch wegbacken. Schaut's hier aus? Ja, das geht ratzfatz mittlerweile. Aufbau von Sachen kriegen wir mittlerweile durch die Robo-Biber halt auch sehr, sehr, sehr schnell hin, ne? 14 Tage noch hier Dürre. Alles soweit kein Problem. Schauen wir mal, das wird schon. Ich sehe da tatsächlich gute Leistung für unsere Beavers.
Ah, hier wird schon. Hier ist ein Robo-Biber und baut gerade auf. Er baut noch nicht auf. Schade eigentlich. Gehen da überall mal voll rein. Und sollte dann, sollten wir Robo-Biber haben, die frei verfügbar sind, fangen wir an, dann hier unsere ganzen anderen Sachen zu ersetzen. Ja. Wir haben ja hier noch einen Haufen Biber, die noch neue Jobs brauchen. Ja, aber jetzt fangen wir nämlich an und haben nämlich schon die ersten freien Stellen. Auch hier sind freie Stellen, aber das kriegen wir schon hin. So. Ja, der kommt hier ein bisschen ans Limit, ne? Kommt mit der Zeit. Wie lange haben wir noch? 13,3 Tage, bis die Dürre überwunden ist. Ein bisschen freisprengen. Den letzten Rest, die Dinger bauen wir dann demnächst ab. Und dann sprengen wir das, das eben alles ein bisschen tiefer. Und da ist ja unser Weg, wo wir eigentlich rein müssen. Das heißt, wir fangen jetzt auch schon mal an, die wesentlichen Bestandteile dann umzusetzen. Ja, wir haben ja hier jetzt auch ein bisschen Platz bei freigesprengt. Aber den sollten wir vielleicht da nicht nutzen. Sondern ich würde sagen, wir brauchen hier irgendwo noch einen Ticken Platz. Hier unten hätten wir sogar Platz. Und ich würde vorschlagen, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wo es ist. Wer lange sucht, wird irgendwann fündig. Meistens. Das war bestimmt hier hinten irgendwo. Schrein, Krankenbett. Da, der Heiler. Der Heiler kommt hier hinten hin. Der braucht Metallblöcke. Aber das macht nichts. In der Zwischenzeit. Wir haben immer noch so wahnsinnig viel verletzte Biber. Ah, wie viele Eisenblöcke haben wir? Wir haben mehr als genug Eisenblöcke. Dann pausieren wir mal ganz kurz diese Betriebe hier. Und den hier reißen wir ab, den Heiler. Der kann weg. Dann können wir nämlich auch hier weitere Sprengungen vornehmen. Damit wir hier eben schön den Weg reinsprengen können, wo wir unser Wasser dann pumpen wollen. Es biebert wieder, Micha, aber hallo, klar doch. Die Ladestation sollten wir erweitern, ja. Da haben wir auch ein bisschen erweitert in der Vergangenheit. Es sind schon überall Ladestationen, die auch nicht ausgelastet sind. Aber du hast generell recht, wir sollten durchaus mal schauen, dass da, wo Energie produziert wird, auf jeden Fall Ladestationen zur Verfügung stehen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ah ja, hier ist wieder was sprengbereit, Leute. Können wir aber reinsprengen. Achtung, Sprengung! So, was bauen wir hier an? Karottchen. Das kann keine tollen Felder werden, weiß ich auch nicht. Essen schaut gut aus, Wasser schaut gut aus. Wir können da mal ein bisschen leer machen oben. Und nochmal eine 0,5er Ebene runterpacken. Damit hier einfach sich nochmal alles schön auffüllen kann. So, hier die Zapferhütte. Produziert mittlerweile Kiefernharz. Das brauchten wir ja auch, um daraus dann diese verbesserten oder diese besseren Planken herzustellen, die wir dann wiederum brauchen für die Pumpe. Weil die Pumpe braucht dieses Holz, dieses hier, warte, das da, die Holzwerkstatt. Die braucht Strom, aber nur minderwesig viel, das ist okay.
Und da brauchen wir eben das Harz dazu. Das haben wir ja jetzt schon mal vorproduziert, dass wenn wir es dann brauchen, bauen wir das schnell auf und dann ist es ganz schnell gemacht. Ne? Also da haben wir jetzt gar keine große Sache dran. Wir haben sehr viel Holz, sehe ich gerade, also von daher, da scheitert es dann auch nicht dran. Wir könnten sogar jetzt mal langsam überlegen, ob wir hier oben, da haben wir, glaube ich, mehr als, da haben wir die Betriebe ein bisschen arg hochgefahren. Könnten wir überlegen, ob wir nicht da einfach einen Biber weniger einsetzen. Aber für den Moment ist okay. Hier oben arbeiten auch gut. Ja, das passt schon. Das ist okay. Sirup müssten wir eigentlich auch gut herstellen, oder? Wo ist denn unser Sirup? Da oben. 1000 Ahornsirup. Da könnten wir doch eigentlich mal überlegen, ob wir hier auf das Gebäck wechseln. Ahorn-Gebäckstücke. Finde ich wichtig und richtig, dass wir jetzt mal ein bisschen in Ahorngebäck investieren. Oh, im Chat ist schon wieder Liebe unterwegs. Ich finde das großartig. Gut. Wie schaut es mit Sprengstoff aus? Haben wir noch genug Blatt? Ja, mehr als genug. Die sind alle mittlerweile Zahnrad. Jo, das sind alles die besten Biber der ganzen Welt. Zahnräder müssten wir eigentlich auch ein paar haben. Nee, tatsächlich kein. Doch, eins. Eins ist halt nichts, ne? Vandrea! Hallöchen! Ach, Schien hat also. Oh no! Hast du also eine Odyssee hinter dir? Das Blöde ist hier, ich sehe nicht, wie viel da noch drinnen ist, oder? Naja, es ist jetzt. Ich kann es ein bisschen. Ich kann es ein bisschen sehen. Aber wir sind hier noch mehr als halb voll. Das ist natürlich gut, ne? Gerade hier am Überlegen. Also hier würde ich gerne noch eine Treppe hinbauen. Das hat einen ganz bestimmten Grund eigentlich, warum ich das da haben möchte. Weil ich da unten nämlich demnächst sprengen muss. Und dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Hallo, Sevira! Wunderschönen guten Abend! So, dann fangen wir hier mal an mit unseren größeren Geräten. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug Wasser vorrätig dann, dass wir alles andere wegreißen können. Da müssen wir uns nochmal angucken, ob wir das nicht alles dann zusammengefasst auf dieses Teil fokussieren und gegebenenfalls schauen, dass wir so ein paar Sachen einfach woanders hinpacken. Wobei, momentan ist es gut, mehr Wasser gelagert zu wissen. Das ist nie verkehrt. Ich habe den Fehler gefunden in Station hier. Und? Sevira, wie ist es? Ha? Dr. Mo, wunderhübschen guten Abend. So. Ich lasse nochmal Wasser gleich nach. Wir haben noch 10 Tage. Füllen nochmal schön auf, damit das auch nie zum Problem werden kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir oben? Ah, hier oben wird schon ordentlich geliefert, ne? Aber hier oben bräuchten wir eigentlich tatsächlich noch die, haben wir da ein bisschen mehr im Netzwerk? Ja, haben wir. Jetzt lass mich mal ganz kurz was schauen. Ja, das geht. Okay.
Schauen wir mal, ob die das hier aufbauen. Dann hätten wir hier nochmal 5 weitere Ladestationen. Wir haben mittlerweile 25 Robo-Biber. Und die laufen auch schon ganz schön lange Wege mittlerweile, ne? Also da muss man ein bisschen gucken. Schauen wir mal. Werden gut weitere Biber produziert. Ja, fehlen halt immer Getriebe, ne? Getriebe ist unser Problem hier. Getriebe also. Wir sollten mal ganz kurz was anderes gucken. Und zwar Erdbagger. Nee, warte, das wollte ich hier nicht hinbauen. Ein schweres Gerät zur Sammlung von Erde. Nur Golems arbeiten da. Jetzt pass auf, ich versuche das mal hier irgendwo hinzubauen, wo es nicht stört, um rauszufinden, wie wir damit umgehen können. Dann brauchen wir noch einen Erdhaufen. Erdhaufen. Können wir hier unten hinstellen vielleicht? Das ist nicht so geil. Ich krieg's hier oben zwar hin, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir das so zu eng bauen hier alles. Ich will es aber auch nirgendwo hinstellen, wo jetzt gerade wenigstens ein bisschen Grünfläche ist. Ist ein bisschen unangenehm. Komm, wir machen jetzt hier mal 2 hin und das reicht dann erstmal. Terraforming-Station. Macht genauso viel Platz. Ein Geländeblock. Ah ja. Okay. Der Erdbagger braucht ja Strom, das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall Saft. Warte mal. Das ist vielleicht unglücklich. Moment. Pass mal Obacht. Wir brauchen erst Strom für das Dingens. Die Terraforming-Station bauen wir wieder ab. Das machen wir jetzt da nicht hin. Ich baue das jetzt woanders hin, wo ich weiß, ich werde viel Baggerarbeiten machen. Dann, und zwar ist das hier oben. Das heißt, dann brechen wir hier den ganzen Ausbau ab. Ein Zwerg verlängert seine Linie. Ey, danke schön, Kirito. Punkt. Kirito, liebsten Dank dir. Liebsten Dank für 31 Monate. Kirito, danke schön. Das ist ja unfassbar lieb von dir. Na, Kirito. Was hältst du von der Erdbaggerei? Siehst du das auch als die Zukunft an? So, wir brauchen Energie. So. Und jetzt die Frage, wenn ich das Erdbagger-Dingens hier hinbaue. Wie gesagt, ich habe das auch noch nie gebaut. Nehmen wir an, dass da, wo das baggert, dass wir da irgendwie Strom brauchen für. Da. Ah, okay, ich kann das bis hier vorbauen. Ja, nice.
Das ist gut, dann kriegen wir da nämlich Ladegeräte hin. Ey, Markus, wunderschönen guten Abend, hi. Okay. Okay, okay. Das ist natürlich interessant jetzt. Das habe ich noch gar nicht kommen sehen. Dass man das auch so bauen kann. Okay, pass Obacht. So, das ist der Zugang zu dem Ding. Ah, das hat einen Zugang oben. Okay, verstehe. So ist der Zugang. Wie lange haben wir noch? Eine Woche haben wir noch. Ein bisschen Problemas. Ich fülle nochmal ganz kurz unsere Speicher auf. Müssen wir mal gucken. Na, Markus? Was sagst du? Wie geht's? Oh, mir geht's hervorragend. Und dir? Ich hoffe ja auch. Okay, jetzt schauen wir mal gerade. Aber sonst rockt halt die Nachtschicht. Ja, dann habe erstmal eine gute Schicht heute, du. So eine maximal entspannte, hoffe ich. Ich bin mal gespannt. Wir lassen das jetzt mal bauen. Wie gesagt, das ist jetzt eher so Testzweck, ja, was wir hier machen. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann können wir das nämlich immer einfach ausprobieren. Irgendwo anders hinpacken müssen wir es dann ja eh wahrscheinlich irgendwann. Terraforming-Stationen warten wir erstmal noch ab. Aber die Idee ist schon mal da. Hier können wir sprengen. Dann können wir hier lang bauen. Dann können wir nämlich das System hier so ein bisschen hübsch machen. Ist das schon ein bisschen. Haben wir hier schon ein bisschen mehr Platz auch geschaffen. Und jetzt legen die hier auch nämlich schon gleich Zeug hin. Das ist auch sehr gut. Das heißt aber, die sind oben irgendwo fertig geworden. Jo, fast. Hier oben sind sie fast fertig. Dann lass uns das mal priorisieren, damit das fertig wird, damit wir das wegsprengen können. Und das genauso hier. Das sind die Sachen, die sie zuerst machen sollen. Dann haben wir das endlich mal erledigt. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Rüber. Einfach nur, damit wir genug Platz haben, um alles bauen zu können. Ob das ewig so bleibt, weiß ich nicht, aber für den Moment finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das war falsch rum. Genau falsch rum.
das Dingens. Okay. Seit 4.40 Uhr bin ich wach. Boah, Stefan. Das ist aber schon eine harte Nummer, oder? Ach, schön. Ach, einfach schön heute. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen entspannter unterwegs. Ja? Also ich. Vielleicht auch müde. Ja, vielleicht auch das. Das könnte es auch sein. Also seht es mir bitte nach. Heute ein bisschen ruhiger. Aber das ist auch nicht verkehrt. Ich muss euch ja nicht immer voll sabbeln, ja. Also meistens nicht. So, hier wird jetzt ordentlich aufgebaut. Lass uns das mal entspannt gucken. Da sind sie auf jeden Fall flott, ne? Also mit dem Aufbau, das klappt jetzt hier richtig schön gerade. Wobei die Robo-Dinger, also diese Robo-Biber sind halt auch schon wirklich, wirklich schnell, ne? Also die entlasten unsere Bauarbeiter schon extremst, weil die halt Tag und Nacht arbeiten. Und das merkst du in unseren Bauschlangen auch einfach massiv. Aber wir haben immer noch zu viele Golems, die keinen Strom haben. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Und das sollte man halt auch wirklich vermeiden, dass das in Zukunft weiterhin ein Problem ist. In dem Fall baue ich eben alles, was jetzt mit Strom kommt, baue ich auf und gebe dem immer gleich eine adäquate Möglichkeit zum Laden. Damit die das auf jeden Fall, damit die immer eine Möglichkeit finden, auch geladen zu werden. Ja, wir haben zwei weitere Golems tatsächlich. Wir könnten das in die Produktion reinschmeißen, wie Plankenproduktion, dass wir hier zwei Biber tauschen, dann können wir nämlich auch unsere offenen Stellen ein bisschen besser besetzen. Und das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und dann haben wir Tag- und Nachtproduktion von Planken, was auch wichtig ist, weil die gehen uns natürlich auch aus, ne? The ups and the downs, my heart will never stray.